Leute, willkommen zurück zu Minecraft Doors. Es geht weiter. Es ist hell. Ich habe meinen Storage-Scanner hier ein bisschen umgebaut. Ich habe den jetzt hier hingestellt, dass ich halt von drinnen auch dran komme. Und es ist was Blödes passiert. Ich bin richtig dumm gewesen. Denn ich habe eigentlich die Aufnahmen komplett fertig gehabt für diese Woche. Also gestern kam kein Part, wie einige vielleicht gemerkt haben. Hatte ich eigentlich fertig. Habe die Rohdatei aber schon gelöscht, ohne abzuwarten, dass es fertig gerendert ist. Also mega dumm von mir. Ich weiß auch nicht. Man sollte es dann vielleicht einfach belassen, noch irgendwie den letzten Speicherplatz rauszuholen. So. Naja. Deswegen liefere ich jetzt nach. Und es geht jetzt in diesem Part um dieses coole Ding hier. Ich habe den Architect Sawbench, also die Sawbench gebaut. Eine Werkbank und die schauen wir uns jetzt gleich an. Ich will nur mal hier eben... Was ist denn hier? Da ist bestimmt so ein Freezer rumgelaufen. Ich bin ja eigentlich nicht in einem Schneegebiet. So. Boah, wie viel... Schneeballschlacht. Jetzt, wo der Sommer kommt. So, und diese... Sawbench ist ziemlich cool. Hier haben wir verschiedene Strukturen. Und da könnte ich jetzt... Ich mache das jetzt mal mit Dirt. Ja, einfach Sachen bauen. Das sieht zum Beispiel richtig nice aus, hier solche Säulen. Und die will ich auch vorne bei meinem Eingangsbereich haben. Den habe ich nochmal ein bisschen umgebaut. Und da ist auch schon offscreen eine Menge passiert. Und ich habe ganz viel für den morgigen Stream vorbereitet. Also richtig viel. Da können wir auf jeden Fall... Da kommen wir richtig gut voran. Und ich habe auch schon das Lager angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das euch zeige. Aber zum Beispiel hier kann man jetzt halt auch Treppen machen. Aus den Steinen, wo das sonst nicht geht. Ich lasse das aber jetzt mal. Ihr merkt es wahrscheinlich, ne? Ne, dann habe ich ja eh bloß die vier Teile, die ich jetzt nicht brauche. Und die nerven mich hier. Ich habe gedacht, wir gehen ein bisschen farmen. Vielleicht in die Hölle nochmal. Ah. Auch noch so ein bisschen Vorbereitung. Vielleicht kriegen wir noch ein paar coole Sachen. Ich habe leider noch keine Pickaxe für die, um Kobalt und Ardite und sowas abzubauen. Wow! Alles klar. Das ist ja jetzt kein Spoiler. Also man sieht es halt genau wie dieses Gerät da. Fängt er echt an, ein Hochhaus zu bauen? Weil, also, naja, ist kein Quäbel. Und ihr habt vielleicht gerade gesehen, ja, da unten sieht man schon so ein bisschen, das zeige ich morgen halt in dem Video und dann auch morgen im Stream, dass meine Smeltery weg ist. Das hat einen ganz einfachen Grund, die steht da zu sehr am Eingang. Und den Boden lasse ich so nicht. Ich habe nur noch keinen Dark Oak gefunden. Das werden wir auch vielleicht gleich nochmal suchen. Oh, da hat aber jemand sein Hütchen abgerissen. Lol. Was ist das denn hier? Appetite. Maschinen in Sicht. Okay, wahrscheinlich, weil es nicht modern war aus diesem Holz. Also es war ja eine Holzhütte. Vielleicht hat er es dann jetzt abgerissen, aber dann hätte er die gar nicht so groß bauen sollen. Naja, egal. So, da unten gucke ich nicht rein. So. Ich gehe jetzt mal eben mich noch hier ein bisschen inventarmäßig... Oh, die Schneebälle, ne? Warte mal, das geht doch einfacher. Ja, öffne es dreimal, viermal. Einfach alles in die Trashcan. Und jetzt sind die weg. So, Dirt. Nein. Da unten. Oh, kein Platz mehr. Alles klar, hä? Zack. Zack. Holz, die brauche ich nicht. Das sind die Laboratory Blocks. Ich habe hier cooles Darkwood gefunden, aber leider kein Setzling dafür. Und ich habe letztes Mal auch... Wo ist es? Habe ich das hier? Nein. Ja. Ich habe die Kisten schon ein bisschen sortiert, aber ich hatte da Tigerwood gefunden. Und das ist auch ein ziemlich cooler Setzling, den werden wir dann gleich nochmal setzen. Den habe ich von der Shiro Jenny bekommen. Das ist mega nice. Vielleicht habt ihr das bei ihrem Part schon gesehen. Ich habe auch jetzt meine drei Diamanten zu einer Diamanten-Pickaxe gemacht. Damit ich Obsidian abbauen kann. Ein Block of Coal. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet sozusagen.
So, und ich habe dann noch was eingestellt, das ist richtig nice. Das ist jetzt ein bisschen so eine Aufnahme dazwischen, Leute, das bitte da nicht irgendwie flamen oder so, dass das ohne Konzept ist so richtig, weil ich hatte die eigentlich schon fertig und die ist auch richtig cool geworden, nur habe ich es kaputt gemacht. So, was ich hier nicht verstehe, wenn ich jetzt, ja, also ich habe diese Chest, die sind die Sachen, wo alles drin landet, wenn ich das jetzt hier so reinpacke. Zack. Das brauche ich ja eigentlich selbst. Ja, als Beispiel jetzt die 12 Pfeile. Damit es nicht in alle Kisten willkürlich gelagert wird oder da, wo Platz ist, geht das alles in diese Kiste hier oben. So, hole ich mir die Pfeile mal wieder raus, mein Eisen. Und ich hole mir auch Steine raus, weil ich will mein Werkzeug vorher noch reparieren. Der Hammer ist repariert, sehe ich gerade. Was brauche ich noch? Ist nicht viel los gerade. Ach so, lol. Lalalala. Na gut, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Und zack. So, ein Wassereimer wäre auf jeden Fall noch nice. Ich dachte, den hätte ich irgendwo. 7 Diamanten. Ich war auch Diamantenfarm. Das geht ja mit diesem Hammer richtig gut hier. Ach, warte mal, der Wassereimer ist leer, deswegen sind hier 4 drin. Richtig. So, was brauche ich noch? Auf jeden Fall eine Schaufel, also eine Einerschaufel, hätte ich gern noch dabei. Das ist eine Stahlspitzhacke, also aus verbessertem Eisen und da gibt es gewisse Geräte, die man braucht. Die habe ich aber auch schon wieder abgebaut. Das waren alles so Testsachen. So, was haben wir noch? Eigentlich war es das. Das nehme ich nochmal mit rüber. Wobei brauche ich jetzt eigentlich nicht. Pack mal zurück das Eisen. Und ich brauche auch die Chisel nicht. Da rein. Ne, wo wir. Da, warte. So, Werkzeugkram habe ich noch woanders. Hier unten. Und ich habe auch schon das Engineers Manual von Immersive Engineering. Das habe ich automatisch bekommen, glaube ich. Ne, das habe ich mir selber craften müssen. Und die Actual Editions Manual, die habe ich mir automatisch. Die habe ich automatisch bekommen, weil ich halt irgendwas in der Richtung fertiggestellt hatte. Ja, das hier sind solche Blackberry Bushes, die auf Netherrack wachsen. So, und jetzt suche ich. Na, Wasser. Warte mal, wir hatten noch hier. Jetzt gehen wir mal da unten hin und pflanzen diesen einen Baum, den ich da. Oder drei habe ich ja von der Shiro Jenny bekommen. Wieso habe ich den jetzt nicht mitgenommen? Also, das. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Das hat einen Effekt. Ja. Ne, ich glaube, das machen wir dann. Das mache ich doch morgen. Ja, nee, wir gehen jetzt reparieren. Also ich habe oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Whoop, nicht gesehen. Die Toolforge habe ich hier stehen. Alles andere für die Schmelze ist hier drin. Die bauen wir dann halt im Stream wieder auf morgen. Oder, ja, ich denke schon, weil ich es doch langsam auch wieder brauche. Und gucken dann mal, wo wir die hinbauen können. So, das ist ja nur eine Schaufel. So. Wieso fliege ich denn nicht? So. Hui. Ich muss auf jeden Fall später irgendwie einen Turm bei mir noch bauen. Was dann mein gleicher Startpunkt wird. Damit ich wirklich. Ihr seht schon, dass ich jetzt halt hier unten bin und dann kommst du nicht mehr so weit, dass ich komplett durchfliegen kann, sozusagen. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich hier ganz hoch rein fliege und dann, wobei es ist schon sehr weit. Es kann sein, dass man das gar nicht schafft. Oh Mann, ich drücke immer weg. Und Leute, schaut mal jetzt auf der Map. Ich bin in diese Richtung geflogen. Hier bin ich gestorben sogar irgendwo. Ich war auf so einer Slime-Insel drauf und da bin ich gestorben, als ich runter wollte.
Und die ist ganz interessant. Ich kenne diese Farbe hier noch nicht. Also hier habe ich mir echt einiges mitgenommen von diesen Slime-Blöcken da. Die sind auch mega cool. Da ist sogar noch ein Dorf. Aber es sind so viele Leute hier. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwo was finde. Ich schaue gerade, was könnte man denn? Da ist auch noch ein Dorf. Boah, das ist ja cool, wie die Bäume aussehen. Wie so ein Gesicht. Und da fällt mir gerade ein, ich habe da Bäume mitgenommen und gepflanzt. Die hat da jemand weggebaut bei mir. Da wo auch das Holz verschwunden ist. Ja, ich gehe später eh nochmal in die Gruppe schauen, ob es irgendwie Neuigkeiten gibt. Aber jetzt will ich erstmal den Part hier aufnehmen. Hups. So. Und ihr seht schon, hier entwickelt sich echt einiges in der Stadt. Mega cool. Was ist da eigentlich los? Das müsst ihr halt auch bei den anderen Leuten schauen. Also ich kann ja, will ja jetzt hier nicht durchlaufen und das zeigen. Das wäre ja halt spoilern. Und ich hänge hier mega lange auf der Karte fest. Jetzt ist. Geht doch mal los hier. Vielleicht finde ich ja Darkwood und wollten wir nicht eigentlich ins Nether. Dafür ist es gerade ein bisschen blöd, dass ich in diese Richtung laufe. Hallo? Was haben wir denn hier? Ah, okay, der hat sich hier was geclaimed. Wahrscheinlich ist es sein Mineneingang. Boah, guck mal. Die Türen sind so cool, ne? Ah, ja. Okay, das ist eine Quarry. Und das, vielleicht können wir das morgen in dem Stream auch machen. Also, Quarry ist hier noch ganz neu für mich. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe die schon mal mit einem anderen Mod gebaut, aber hier weiß ich nicht, wie die hier geht. Das kriegen wir hin. Müssen wir gucken. Ups. Na, scharf. So, ah, hier ist Tiger Wood. Nice. Irgendwie, ich habe kein Schwert mit. Wenn jetzt noch ein Setzling bei rauskommt. Ich glaube, ein Tiger Wood Setzling habe ich noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so viele verschiedene Setzlinge. Ja, klopfen wir mit dem Eimer drauf. Komm, gib mir einen Setzling. Aber ich hätte schon irgendwie so einen Darkwood Setzling. Das ist schön blau, das Holz. Boah, dann eben nicht. Boah, ich hol mal Wasser. Kupfer. Ich habe gedacht, ich hätte mal kein Kupfer mehr. Und das war aber alles in dem. In der Sawbinge drin von Architectures Craft oder so. Da oben ist wieder eine Insel. Hä? Ach so, Schaf. Okay, Moment, ich schau mal. Die ist sogar lila, da wurde sie sogar rübergebaut. Ja, ich habe keinen Bock, da hochzukriechen jetzt. Hallo! So, komm, wir fliegen zurück. So, wir haben ja im Nether, das war ja in einem Livestream, mit dem Flaschenzug-LP, da haben wir in dem Nether schon einiges gefunden und da gehe ich einfach mal hin, ich hole mir noch so ein paar Blaze Rods. Ist das richtig hier? Ja. Los, flieg weiter. So. Und Kurve. Hui. Ja, man schafft es eigentlich gar nicht komplett durch. Wobei durch schon, aber dann halt nicht sehr weit. Aber okay, man hätte noch höher reinfliegen können. Eigentlich geht's. Will da echt ein Hochhaus bauen? Ich meine, es gibt ja hier diese Aufzüge. Die will ich bei mir im Haus später auch haben. Da braucht man Enderperlen dazu. Also, ich meine jetzt diese Elevators, also die Aufzüge, die wir gleich auch sehen. So, ist das jetzt ein Dings? Warte mal, hier haben wir doch. Das ist Sakura Wood. Hier habe ich ein Tiger Wood Setzling. Wieso wächst er nicht?
da ein Maple. Hier habe ich übrigens auch Schwarzbeeren. Dann habe ich hier noch Flex Seeds. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Oh, da kommen Strings raus. Sehr interessant. Aber das ist so ein bisschen sinnlos, denn ich habe ja auch Industriehanf. Ah, und dann hatte ich doch hier noch was Neues. Wo sind die denn? Reis. Ich habe Reis. Und ich glaube, daraus kann ich auch Papier machen. Das ist mega nice. Ja, egal. So, dann gehe ich mal zu dem Portal. Also, es wird langsam. Und hier ist richtig was Cooles entstanden. Warte mal, ich will mal... Ach so. Das ist der Flaschenzug. Ist aber halt noch Baustelle. Und hier, das ist mega nice. Das ist, glaube ich, von den RGB-Pixel und Pixel of Gaming. Die haben hier ein Lager gebaut, so für alle. Das sieht doch ziemlich cool aus, schön modern. Und die haben hier die Storage Drawers drin, wie man sieht. Lol, jemand hat mein Holz rausgenommen. Ich habe nämlich schon noch was eingelagert. Und die haben Dark Oak Wood. Leider ist da niemand online von denen, hätte ich mal gefragt. Das sieht schon cool aus, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist kein Problem, dass ich das Gemeinschaftslager hier zeige. Und die Idee ist auch mega nice. Ein Lager für alle, da kann man halt wirklich seinen Kram dann auch da reinpacken, wenn man das in Übermaßen hat. So, und jetzt haben wir eigentlich viel zu viel gequatscht und waren gar nicht im Nether. Das können wir dann wirklich alles in der nächsten Folge machen. Ich danke euch an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.